Hallo ihr Lieben, heute machen wir einfach mal ein kleines süßes Haul-Video. Ich war übers Wochenende ein bisschen shoppen, habe ein paar Produkte gebraucht und ja, dachte ich, zeige euch das einfach mal. Hab mir das jetzt hier schön zurechtgelegt und ja, mach mal ein kleines Video drüber. Als erstes bin ich zu Alter gegangen, was es ist eigentlich hier wie DM oder Rossmann oder was in Deutschland. Drogeriemarkt halt einfach, die haben ein paar High-End-Produkte und ein paar normale Drogerieprodukte. Also die ist eine schöne Mischung, ist ganz, ganz angenehm. Und zwar bin ich da hingegangen, weil ich ein Shampoo brauchte und die führen neben normalen Drogerieprodukten eben auch normale Friseurprodukte wie Paul Mitchell, was ich gerne mag, oder Redken, Tichy und die ganzen Sachen. Und ich habe mir, gab es wieder mal ein super Angebot, kauf zwei, krieg eins umsonst. Du kannst natürlich nicht nur eins kaufen und dann könntest du uns kriegen, also kaufst du zwei und nimmst eins. Haben wir diese drei Shampoos gekauft, alle von Paul Mitchell. Anfangen wir mal mit dem hier, das habe ich mir jetzt speziell für mich gekauft. Das ist dieses Extra Body Daily Shampoo, verleiht Volumen und Spannkraft. So sieht es aus. Hat ein lila, der blau ist in der Kamera. Okay, macht nichts, der ist lila. Normalerweise riechen die immer ganz toll. Der hat so einen leichten blumigen Geruch, finde ich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er großartig ein Volumen macht. Mag auch dran liegen, dass ich lange glatte Haare habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall Volumen nicht wirklich so und man braucht, muss mir oft zweimal shampoonieren, weil irgendwie einmal nicht richtig reicht. Ich weiß es nicht warum, normalerweise reicht es einmal. Keine Ahnung. Also normal, ich habe auch immer ein anderes Shampoo und habe jetzt das zum ersten Mal genommen, bin jetzt nicht wahnsinnig davon überzeugt. Es ist aber eine 300 Milliliter Flasche. So. Ja, ich werde es aufbrauchen. Das nächste, was wir mitgenommen haben, ist das Avapui Shampoo. Das kenne ich schon, habe ich schon super lange immer wieder mit benutzt. Und normalerweise haben wir das jetzt für meinen Mann, aber ich benutze es mit super reichhaltiger Reinigung. Also ein tolles Shampoo, reicht einmal einschäumen, hinterlässt einen ganz tollen Geruch auf dem Haaren. Also mag, ich liebe das total, wenn die Haare so toll riechen den ganzen Tag. Auch eine 300 Milliliter Flasche. Sehr zu empfehlen. Und dann umsonst, wie auch immer, eins von denen ist umsonst, kann man aus sich jetzt rausholen. Und dann haben wir noch das für die Kinder mitgenommen, das Baby Don't Cry Shampoo. Sanfte Haarwäsche ohne Tränen. Ich glaube, es macht keine Tränen und es riecht irgendwie, das riecht total süß, das ist total lecker irgendwie. Ich mag dann immer die Haare von meinen Kindern riechen. Ich finde das ganz toll. Brauche auch ganz wenig davon. Reicht ewig. So, dann kommen wir gleich zu den nächsten Sachen. Gell, Mimi? Ja. dann waren wir bei The Body Shop, weil die haben ja momentan einen Sale. Ich glaube, die haben den in Deutschland auch. Ich weiß nicht, wie er sich da verhält. Bei uns ist das einfach so. Kauf drei Produkte, egal welche, egal alles im Laden. Komplett alles, ob das fürs Gesicht ist oder Bodylotion oder Accessoires oder Kosmetik, das ist vollkommen wurscht. Also kauft drei für 30 Dollar. Wir haben natürlich, klar, nimmt man drei Sachen, aber ich glaube, die waren auch ansonsten irgendwie runtergesetzt. Also man hat jetzt, generell spart man an allem. Und zwar haben wir mitgenommen die Body Buddha in Raspberry, Himbeer. Ich liebe diesen Geruch so unheimlich. Ich hatte eine Bodylotion in dieser Pumpflasche da. Die gab es auch mal im Sale. Also ich glaube, das gibt es regulär nicht zum Kaufen. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall fand ich das ganz toll, dass es die jetzt im Sale gab. Und habe die mitgenommen. Habe sie noch nicht probiert, aber die riecht so toll. Die riecht wie Himbeerpüree. Oh, zum Reinsetzen. Ganz, ganz toll. Die sind super reichhaltig und finde die einfach nur toll. Dann haben wir noch Blueberry. Auch ganz klasse Geruch. Irgendwie, ja, wie Blaubeeren mit Milch, in Milch so gequirlt oder so. Also, ach, toll. Gerade für den Sommer, ganz tolle Dingens. Ja, und um die 30 Dollar dann, um das Paket zu bekommen, habe ich mir noch eine Kosmetiktasche mitgenommen.
wieder. ich habe schon ewig eine haben wollen und die ist so schön groß. Da passt richtig toll was rein. So von innen ist nichts Spektakuläres, aber ich fand die ganz toll. Die ist auch irgendwie normal, kosten die auch um die 20 Dollar. Und ja, die musste mit. Ich glaube, ich werde bestimmt noch irgendwann noch mal hingehen, weil einfach die haben so tolle Sachen und für 30 Dollar, weiß auch nicht. Ja, zum Schluss kommen wir jetzt noch zur Kosmetik. Ich habe eine neue Foundation gebraucht und deswegen hatte ich mir ein paar Reviews auf YouTube angeguckt und bin bei Chanel gelandet. Normalerweise war kein so wahnsinniger Fan von Chanel gewesen. Das habe ich jetzt, und da muss ich ehrlich zugeben, revidiert. Und zwar, ich habe mir die Chanel Bro Lumiere Foundation in 10 Nude, was der hellste Ton ist, gekauft. Ich habe den Typen da auch gefragt, weil ich unterschiedliche Reviews wegen der Bro und Mad Lumiere gehört habe, weil ich mitschaut habe, ob denn nicht die Bro besser wäre, und er hat mir aber geraten, ich soll die mitnehmen. Ich benutze sie jetzt fast seit 2 Wochen und ich bin super, super happy. Die ist super toll, hat eine ganz tolle, deckt halt wirklich alles ab und bleibt den ganzen Tag drauf. Ich habe keine ölige Haut oder irgendwas davon. Ganz super. Ich hoffe, die reicht mir ein bisschen bei den Preisen. Dann habe ich als nächstes einen, ich habe momentan so einen Bronzer-Tick. Ich habe keine Ahnung, super, super viel Bronzer momentan daheim und benutze sie auch ganz häufig. Und dahin geht er. Gibst du mir den bitte? Und habe mir als erstes den Soleil Tan de Chanel Universal, den Bronzing Make-up Base, Bronze Universal, was auch immer, gekauft. Also diese Creme Bronzer. Ich weiß nicht, warum die den Base nennen. Also ich würde den jetzt nicht unten drunter schmieren wollen, aber gut. Der sieht so aus in der Dose. Der kommt relativ dunkel rüber. Da einfach mal geswatcht. Er sieht relativ dunkel in der Dose aus, aber wenn man den verblendend macht, ist das ein ganz toll, ganz schöner Bronzer. Muss ein bisschen dran arbeiten, aber mit dem neuen, mit dem Alstra 1 lässt der sich ganz, ganz toll auftragen und finde ich, ist ein ganz toller Bronzer. Habe mir die Chanel Seite nochmal angeguckt und habe diesen Powder Bronzer gesehen und war davon total hin und weg. Der kam jetzt mit der neuen Sommerkollektion raus. Die haben 2 neue rausgebracht, heller und dunkleren. Und ich fand den so toll am Bildschirm, habe mir ein paar Swatches angeguckt und bin natürlich zurückgegangen, muss mir den unbedingt kaufen. Der kommt hier in diesem Samttischchen, keine Ahnung, warum die immer diese Teile da haben, aber ist egal. So sieht er einmal aus. Der heißt Moisturizing Bronzing Powder. Die haben irgendwie ansonsten alle den gleichen Soleil Tan de Chanel. Das ist der hellere von beiden. Ich muss schauen, ob ich den dunkleren mir nochmal genauer angucke, weil ich finde den schon fast wirklich ein bisschen arg hell. Also man muss ein bisschen draufpacken, um überhaupt irgendwas zu sehen. Bin mir jetzt nicht sicher, für welchen Gesichtston der sein soll. Aber ich kann den mal swatchen. Ja, okay, man sieht ein bisschen was. Da. Also man muss schon ein bisschen drauf machen, draufpacken, damit man den ganz gut sieht. Aber wenn es einmal geht, wenn man einmal ordentlich so drauf hat, wie man das gerne möchte, finde ich das, der macht ganz ein ganz tolles Hautbild irgendwie. Ja, als wenn man gerade in der Sonne gewesen ist. Ich finde den toll. Ich habe den heute auch drauf. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das war mein Haul. Mehr habe ich jetzt nicht. Ich denke, das reicht. Und schön, würde mich freuen, wenn ihr mein Video raten würdet. Also Daumen hoch, Daumen runter. Wie auch immer, wie ihr das findet. Und wenn ihr subscribe wollt, würde ich mich auch freuen. Und falls ihr irgendwelche Kommentare habt oder zu irgendwas von den Sachen Review hören möchtet, bitte einfach unten in die Kommentarbox. Und ja, ich mach dann gerne ein Review drüber. Okay, das war's. Wir sehen uns dann das nächste Mal. So, tschüss.